Hallo Leute, herzlich willkommen hier in meinem Smart Home. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Software Update. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr in eurem Smart Home mit Free at Home eine neue Firmware auf eure verschiedenen Geräte aufspielen könnt. Und zwar zeige ich euch zuerst, wie ihr am zentralen Sys-App ein Firmware-Update aufspielt, und zwar eben mittels der automatischen Update-Suche. Danach zeige ich euch, wie ihr so ein Update manuell anstoßen könnt bzw. manuell einspielen könnt. Und danach geht es um das Update der verschiedenen Geräte vom Free at Home, die halt eben in eurem Haus verteilt sind. Und zwar kann da das Update entweder als Konsequenz aus einem Firmware-Update passieren oder eben halt nachdem ein Gerät neu eingebaut worden ist und dann halt eben direkt ein Update braucht. Das alles möchte ich euch zeigen. Los geht's! Ja, man kennt das eigentlich heute von fast jedem Gerät. Früher oder später ist überall immer irgendwie ein Update fällig. Manchmal nervt es irgendwie, man will ein Gerät nach längerer Zeit benutzen und dann sagt er, hallo, ich hätte gerne neue Software. Aber eigentlich ist es ja eine gute Sache. Bedeutet, der Hersteller pflegt die Hardware weiterhin, es werden Fehler ausgemerzt, es kommen vielleicht neue Funktionen hinzu und halt auch erst recht bei sicherheitskritischen Themen ist es absolut gut, wenn halt eben die Firmware der Geräte gepflegt wird. Herr Busch-Jäger versorgt uns auch immer wieder mit neuen Softwareversionen, sei es zum Sys-App oder halt auch eben zu den einzelnen Geräten. Und wie gesagt, grundsätzlich ist es halt eigentlich eine gute Geschichte, weil man halt auch daran sieht, dass eben das System weiterlebt, weiterentwickelt wird und nicht irgendwo in der Sackgasse angekommen ist. So, bei so einem komplexen System wie eben einem Smart Home mit Free at Home, was halt wirklich aus ganz vielen verschiedenen Komponenten zusammengesetzt ist, benötigt im Endeffekt auch jede dieser Stellen eine eigene Firmware-Version. Da ist also zum einen einmal der zentrale Sys-App, also die Zentrale von eurem Smart Home im Endeffekt, wo eigentlich die gesamte Systemsoftware draufläuft. Dann haben wir aber auch alle Geräte, die irgendwo bei euch im Haus eingebaut sind, also jeder Aktor, jede Wippe, jedes Reiheneinbaugerät, Wetterstation und Co. Alle haben in irgendeiner Form eine eigene Firmware oder eine eigene Software drauf, die halt auch eben immer wieder mal aktualisiert werden kann und halt auch muss. Und wo das halt noch der Fall ist, das ist bei den Wandpanels, die es halt eben gibt. Da zeige ich euch in einem separaten Video, wie das abläuft, weil da der Ablauf halt doch ein bisschen anders ist. Hier kümmern wir uns jetzt als erstes mal wirklich um den Sys-App und um die Geräte, die halt im Haus eingebaut sind. Vor einem Update kann ich eigentlich grundsätzlich nur empfehlen, auf jeden Fall ein Backup zu machen. Das geht zum Beispiel mit der NextApp, ist eigentlich relativ schnell gemacht. Und das Backup dann aber auch runterzuladen, dass man es halt eben nicht innerhalb des Sys-Apps hat, sondern auch extern verfügbar. Macht halt auf jeden Fall Sinn, wenn da doch mal irgendwie was crasht oder sowas, dann hat man immer noch die letzte Einstellungsdatei gesichert. Ja, legen wir direkt los mit dem Update vom Sys-App. Und zwar zeige ich euch das als erstes im Zuge eben von der automatischen Update-Suche. Der Sys-App geht also ja regelmäßig eigentlich auf die Suche, guckt man auf dem Server bei Busch-Jäger vorbei, ob da irgendwie eine neue Firmware zur Verfügung steht. Wenn das so ist, wird es eben nicht automatisch installiert, aber ihr bekommt halt eben diese Benachrichtigung angezeigt. Die Anzeige, ob ein Update zur Verfügung steht, bekommt ihr direkt in der Next-App. Und zwar hier unten ist das Burger-Menü mit dem roten Punkt. Der rote Punkt zeigt, hey, hier gibt es was in der Benachrichtigungszentrale. Das kann jetzt theoretisch auch mal ein Gerätefehler oder irgendwie was sein, aber eben auch Updates werden da angezeigt. Man geht also drauf und dann sagt jetzt hier Systemaktualisierung verfügbar, Version in diesem Fall jetzt hier 3.01 kann installiert werden. Um die jetzt zu installieren, tippt ihr da halt eben drauf und kommt dann halt hier eben in ein Menü, was euch das Ganze dann hier nochmal anzeigt. Es wird also nochmal wirklich gesagt, was ist die Version, die ihr habt, was ist die Version, die jetzt hier zur Verfügung steht. Es gibt Versionshinweise, da stehen Informationen drin, was also quasi jetzt in diesem Update oder mit diesem Update neu kommt. Und dann könnt ihr euch da überlegen, ob ihr das halt eben machen wollt. Ihr könnt auch manuell auf die Suche nach einem Update gehen. Dazu geht ihr auch in das Burger-Menü, geht auf Free-at-Home-Einstellungen und da dann nach Service. Hier ist jetzt oben übrigens dieser Haken zu finden, ob er eben automatisch nach einem Update suchen bzw. das halt herunterladen soll. Da kann man halt eben auch auf Jetzt prüfen gehen. Dann schaut er halt eben, ob auf dem Server jetzt gerade was Neues verfügbar ist. Hier darunter finden wir dann auch die Versionshinweise, die wir jetzt gerade auch schon hatten. Und dann kann ich halt hier jetzt eben auch auf Aktualisieren klicken. Dann kommt auch jetzt hier die Abfrage, ob ich das möchte. Und dann sagt man da halt jetzt eben ja. Wir landen also hier wieder auf dem Homescreen. Der Sys-App ist jetzt erstmal nicht erreichbar und ausgegraut. Dann steht da eben Aktualisierung läuft, sodass man halt weiß, da findet jetzt gerade eben das Update statt. So, und da ist er wieder. Ihr seht,
Die ausgegraute Info ist verschwunden. Er ist direkt hochgesprungen, zeigt mir jetzt hier an, Version 3.01. Und das war es dann im Endeffekt mit dem Update. Ihr könnt jetzt da draufklicken, könnt euch ganz normal wieder einloggen, so wie ihr es gewohnt seid. Und dann stehen euch entsprechend die neuen Funktionen zur Verfügung. Wenn man dann jetzt an der Stelle nochmal in die Release Notes guckt, dann hat man immer noch mal eine Möglichkeit zu gucken, was war denn nochmal neu, kann dann direkt auch da hinspringen und sich eben mit den neuen Funktionen vertraut machen, falls es jetzt nicht nur Bugfixes waren. Und ansonsten, ja, sollte man an der Stelle jetzt vielleicht einfach mal wirklich überprüfen, ob alles noch so funktioniert, ob alles noch stimmt. Wenn man da besonders gründlich sein möchte, dann kann man das halt jetzt eben machen. Es schadet nicht, dem Ganzen so einen kleinen Moment Zeit zu geben. Der macht jetzt intern erstmal noch ein paar Dinge. Ihr seht zum Beispiel jetzt hier, wenn ich aufs Burger-Menü gehe und auf die Benachrichtigungszentrale gehe, dann zeigt er mir jetzt hier an, dass irgendwie alle meine ganzen Geräte offline sind. Er liest jetzt hier Geräte und Co. Das ist jetzt noch kein Grund, wo ich jetzt in Panik verfallen würde. Der muss sich jetzt erstmal ein bisschen einsortieren, der macht jetzt intern irgendwie ein paar Dinge und gibt ihm gerne nochmal irgendwie eine Viertelstunde oder sowas, dann läuft das hier mit ziemlicher Sicherheit alles wieder vernünftig. So, jetzt kann es aber auch sein, dass ihr ein Update eben manuell durchführen wollt. Bedeutet also, ihr möchtet jetzt nicht warten, bis der Sys-App die Datei automatisch findet oder sie eben automatisch bereitgestellt wird, sondern zum Beispiel, indem ihr irgendwo anderweitig eine entsprechende Update-Datei zur Verfügung gestellt bekommen habt, zum Beispiel von der Website von Bushjäger runtergeladen habt oder vielleicht habt ihr sie lokal bei euch zwischengespeichert, irgendwie so. Auch da habt ihr halt die Möglichkeit, so ein Update eben manuell einzuspielen und eben diese Firmware-Datei hochzuladen. Dafür geht ihr auch wieder auf das Burger-Menü und eigentlich waren wir gerade schon an der Stelle. Ihr geht wieder auf Free-at-Home-Einstellungen, geht auf Service. Da waren wir ja gerade schon, als eben der Benachrichtigungsassistent aktiv war. Aber hier gibt es jetzt auch eben den Button Upload und da könnt ihr halt eben dann die Firmware-Datei auswählen. Ihr klickt dann also jetzt hier auf Upload und bekommt dann eben einen Dateiauswahlscreen. Der ist natürlich abhängig von dem System, in dem ihr unterwegs seid. Ich habe jetzt hier die Dateien-App auf dem iOS angezeigt bekommen. Auf einem Windows-PC habt ihr dann natürlich eure ganz normale Festplattenumgebung, aus der ihr die Datei eben auswählen könnt. Ja gut, und bei Android sieht es dann halt nochmal wieder anders aus. Ihr wählt also jetzt hier die Datei aus, um die es eben geht und klickt die entsprechend an. Ihr seht, er lädt die Datei halt hier entsprechend hoch, bereitet damit also alles dann jetzt hier für das Update vor. So, jetzt haben wir es gleich. So, er rödelt sich jetzt hier noch so ein bisschen durch. Zuerst wird die Datei eben verarbeitet, dann prüft er eben das Update, ob die Datei valide ist, also sprich nicht beschädigt worden ist beim Download oder Upload oder so. Und dann geht es gleich weiter. So, und wenn er mit dem Schritt dann irgendwann fertig ist, dann bietet er euch halt eben an, diese Aktualisierung dann jetzt eben durchzuführen. Da taucht dann unten wieder der Button auf Aktualisieren. Den klickt man dann an und das ist dann im Endeffekt dieselbe Anzeige, wie wir die vorhin halt auch schon hatten. Man sagt also jetzt hier wieder Ja und dann geht das ganze Spiel halt hier an der Stelle genauso los wie mit dem automatischen Update über den Benachrichtigungsassistenten. Ja, je nachdem, was die neue Firmware für den Sys-App da so alles mitbringt, kann es halt auch sein, dass ihr nicht nur eben die aktualisieren müsst, sondern auch die Firmware auf den einzelnen Geräten. Ist jetzt hier bei dem Versionssprung der Fall gewesen. Hier ist jetzt die Anzeige, 33 Geräte können aktualisiert werden. Das heißt, für 33 Geräte, die eben in eurem Haus verteilt sind, können jetzt Wireless- oder auch Busgeräte sein, ist eben eine neue Firmware verfügbar und die sollte dann jetzt halt auf jeden Fall auch nachgezogen werden. Man klickt drauf. Hat dann jetzt hier nochmal wirklich eine detaillierte Anzeige, um welche Geräte es sich jetzt hier handelt. Man kann die jetzt auch noch einzeln an- und abwählen, falls es da irgendwie eine Notwendigkeit für gibt. Und gibt da noch eine Zeiteinschätzung, also das ist durchaus was, was ich wirklich mal ein bisschen länger hinziehen kann. Auf jeden Fall klickt man dann unten auf den Button mit der Aktualisierung und dann geht es hier los. Ja, ihr seht, hier erscheint eine riesen Liste mit Geräten. Bei den unteren steht jetzt noch überall Geräte-Update geplant. Heißt also, er macht die jetzt alle nicht gleichzeitig, sondern er arbeitet die nacheinander ab. Und oben bekommt ihr auch mit so einem Prozentbalken eben die Einblendung, wie weit das Geräte-Update hier ist, also von denen, die halt jetzt gerade laufen. Wie gesagt, das läuft jetzt hier mit allen Geräten nach und nach durch. Hat sich jetzt hier einiges vorgenommen und ja, dabei könnt ihr ihn dann wirklich in Ruhe, getrost mal in Ruhe lassen und das Update mal fahren lassen. Auch hierbei kann es sein, dass Geräte halt zwischendurch mal nicht verfügbar sind. Hier ist jetzt mein Binäreingang zum Beispiel gerade mal irgendwie offline. Aber ja, das Gerät muss ja dann jetzt, nachdem es die Firmware bekommen hat, auch erstmal die installieren, neu starten, dann wieder in Kommunikation mit dem Sys-App treten. Also
entspannt euch da wirklich, was die Fehlermeldungen angeht und lasst auch an der Stelle hier ein bisschen Zeit verstreichen. Irgendwann sieht es dann nämlich so aus, Burgermenü ohne Punkt, Benachrichtigungszentrale ist leer, derzeit keine Meldung, also sprich, alle Updates sind durch und ihr seid auf dem aktuellen Stand. Ja, wann euch auch oft ein Firmware-Update bevorsteht, ist, wenn eben ein Aktor neu angeschlossen oder erstmals angeschlossen und in Betrieb genommen wird. Das ist also dann zum Beispiel der Fall, wenn ihr eben einen Raum mit smarten Geräten nachrüstet. Der Elektriker kommt also, baut das neue Teil ein. Ja, und dann wird es ja zum ersten Mal mit Strom versorgt. Ihr führt dann ja einen Suchlauf durch, jetzt zumindest bei so einem Wireless-Gerät. Und dann wird das Gerät halt eben dann zum ersten Mal eurem System hinzugefügt. Ja, und jetzt kann es dann halt natürlich sein, dass das Gerät, was jetzt eben eingebaut worden ist, vielleicht schon ein bisschen länger bei eurem Elektriker im Regal liegt oder beim Großhändler oder irgendwie so und dass die Firmware darauf halt dann vielleicht schon ein bisschen veraltet ist und einfach inzwischen eine neue Version vorliegt. Ja, auch da führt der SysApp dann eben eine automatische Update-Suche durch. Das passiert dann meistens relativ schnell oder relativ unmittelbar, nachdem man das Gerät eingebaut hat und informiert euch dann halt eben, dass da halt eben eine neue Softwareversion vorliegt. Funktioniert folgendermaßen, ihr geht ins Burgermenü und da wird dann in der Benachrichtigungszentrale automatisch angezeigt, wenn eben für eines eurer Geräte eine neue Firmware verfügbar ist. Ich gehe jetzt hier drauf, ich bekomme zwei Benachrichtigungen. Mich interessiert das untere hier, Geräte-Updates verfügbar. Also sprich, für zwei Geräte ist ein Update verfügbar und das ist halt eben genau das, was wir jetzt machen wollen. Klicke ich jetzt an der Stelle, mir werden jetzt hier genau die beiden Geräte angezeigt, für die eben eine neue Software verfügbar ist. Das sind genau die beiden, die ich hier eingebaut habe. Und jetzt sieht man auch von 0.813 auf 2.371, also da liegen ein paar Versionen zwischen, da sollte man auf jeden Fall mitgehen und sich dann die Funktion hier auch gönnen. Geschätzte Zeit 40 Minuten, schauen wir mal, ich klicke auf Aktualisierung und warte dann jetzt eben die Zeit ab, bis das Update durch ist. Ja, egal was für ein Update das jetzt gewesen ist, also egal an welcher Komponente das jetzt war, macht es durchaus Sinn, die Funktion danach alle mal gründlich zu testen oder wem das jetzt so aufwendig ist, der kann halt zumindest in den Folgetagen ein bisschen detaillierter darauf achten, ob halt alles noch so funktioniert, wie ihr das ursprünglich mal vorhattet. Man kann nie ausschließen, dass da vielleicht auch mal ein Bug drin ist und bevor man dann irgendwann hinterher es nicht mehr reproduzieren kann, macht es halt Sinn, da jetzt einfach ein bisschen aufzupassen. Wenn ihr da irgendwie Probleme habt, kann ich wirklich nur empfehlen, mal in der Buschjäger-Community vorbeizuschauen. Diese Updates werden ja dann relativ schnell von vielen Leuten eingespielt und wenn das Problem, was ihr vielleicht habt, großflächiger auftritt, dann ploppt das relativ schnell auch in der Community auf. Der Vorteil hier ist, das Ganze ist halt auch herstellermoderiert. Das bedeutet, da gucken halt auch die Entwickler von Buschjäger zwischendurch mal rein und das gibt dann meistens ein etwas qualifizierteres Feedback als in einem reinen User-moderierten Community-Forum. Den Link zur Buschjäger-Community packe ich euch auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung. Ja, so viel dann heute zum Thema Update. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Auch zum Free at Home kommt immer wieder was Neues. Und hier habe ich noch meine Playlist für die sonstigen Dinge und Themen, die ich mit Free at Home alle realisiert habe. Und schaut da gerne nochmal rein. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.